So, hallo und herzlich willkommen in der Ecke, die mir freundlicherweise von meiner Frau zur Verfügung gestellt worden ist, um die unendlich drängende Frage zu beantworten. Oh, was nimmt der Ben bloß mit auf seiner Norwegen-Tour? Ja, darauf haben wir alle nur gewartet. Ich bin sicher, ihr seid heute Nacht schreiend aufgewacht und schweißgebadet. Okay, bei den aktuellen Temperaturen ist Letzteres gar nicht so unwahrscheinlich. Und habt euch gefragt, oh, hat der Ben wohl dran gedacht, auch ein Sitzkissen mitzunehmen für seine Norwegen-Vorhaben, ne? Und hat er seine Frau dabei? Letzteres ist natürlich auch durchaus ein relevantes Thema. Aber dadurch, dass ich ja noch ein paar kleine Neuanschaffungen bei der Ausrüstung gemacht habe, darf Frau jetzt meine nicht für diese Tour benötigte Ausrüstung übernehmen, soweit das möglich ist, was auch dazu führt, dass auch bei ihr die eine oder andere Erleichterung im Rucksack festzustellen sein dürfte. Hauptknackpunkt ist natürlich, dass sich jetzt die Ausrüstung schon von Grönland nochmal relativ stark unterscheidet und wir mit deutlich weniger Gewicht unterwegs sein werden, weil wir insgesamt nicht so viel Proviant tragen müssen, was es dann überhaupt erst möglich macht, meiner Meinung nach möglich macht, dass man mit generell viel leichterem Equipment unterwegs ist. Und ja, wie gesagt, der ein oder andere Neukauf führt natürlich da auch noch dazu. Ja, ich dachte mir, vielleicht habt ihr Lust, euch gemütlich berieseln zu lassen und zu erfahren, was ich so dabei habe. Wir haben da übrigens ein leeres Regal, faszinierend, ne? Fällt mir gerade auf, dass das irgendwie komisch aussieht da im Bild. Das ist zum Zwischendeponieren von Krempel, wenn ich mal wieder zu faul bin, aufzuräumen. Tatsächlich habe ich aufgeräumt, ja, da liegt nichts. Und ja, wir haben einen Fernseher, den wir ganz, 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 ganz selten mal verwenden. Und so viel zur Kulisse. So, ich dachte mir, ich packe einfach mal mein Rucksäckchen. Ich will auch selber, ich habe das noch nicht ausprobiert, selber mal gucken, wie ich denn platztechnisch hinkomme mit dem Rucksack, den ich auserkoren habe. Denn das ist mein Gregory. Ja? Gregory Paragon 45, heißt er so. Also ich weiß, dass er Paragon heißt, 48. 48 Liter, klingt jetzt im ersten Moment vielleicht für eine fast zweiwöchige Trekkingtour ein bisschen wenig, aber es ist ja so, dass wir in Norwegen tatsächlich nicht völlig abseits von allem unterwegs sind, also in Jotunheim, sondern es gibt da Hütten und es gibt bei diesen Hütten auch die Option, Proviant nochmal aufzufüllen mit dem, was die da haben, insbesondere die sogenannten Selbstversorgerhütten oder selbstversorgten Hütten, je nachdem, wie man das übersetzen möchte ins Deutsche. Und diese sind natürlich hochgradig spannend, eben weil man da Proviant nachkaufen kann. Bei den bewirtschafteten Hütten, da kannst du ein Mahl zu dir nehmen, da kannst du auch luxuriös übernachten. In vielen dieser Hütten kann man sogar duschen tatsächlich. Und wenn Duschen dann nochmal 3-4 Kronen extra kostet, ist das auch egal. Also umgerechnet 50 Cent. Beheiztes Duschen ist schon ziemlich sensationell, so mitten im Nirgendwo. Wir haben keine Hüttenübernachtung geplant, um das gleich mal zu sagen. Wir wollen eigentlich schon die ganze Zeit im Zelt pennen, sollte sich aber ergeben, dass wir eine Hüttenübernachtung gerne machen wollen, weil wir keinen Bock mehr haben oder weil das Wetter wirklich katastrophal schlecht ist, ja, dann haben wir auch die Möglichkeit, das zu tun. Wie gesagt, einfach berieseln lassen, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr keinen Bock habt, selbstverständlich, auch völlig in Ordnung, kann ich nachvollziehen. Aber ja, ich packe jetzt mal fröhlich. Ich habe eine Waage da, so die einzelnen Sachen können wir, sofern das überhaupt möglich ist, jeweils noch auf die Waage drauflegen. Und der Rucksack, der ist jetzt so in diesem Zustand tatsächlich schon relativ klein. Ne? Also das ist schon was anderes als mein Fjällräven. Der ist ja selbst im leeren Zustand ein ziemlicher Trümmer. Und hier ist das, was quasi jetzt die Größe beschränkt, in Anführungszeichen, ist die Rückenplatte. Ja, die Rückenplatte so ist schon massiv. Aber auch nicht so massiv, dass dann da nicht, wenn man ihn ganz dumm packt, irgendwas haben könnte, was da durchdrückt. Ja, der ist also schon relativ geräumig, aber 48 Liter sind halt wirklich hier nur 48 Liter. Mehr Platz hat er nicht. Da sind auch noch keine versteckten Literchen irgendwie dabei oder sonst wie. Also man muss schon gucken, dass man eng packt.
Und gegebenenfalls muss man dann so kleine Verstaumöglichkeiten wie die Hüftgurttasche tatsächlich auch noch verwenden, um noch ein bisschen Kleinkram unterzukriegen, um dann wirklich noch die letzten Liter des Hauptfaches dann auch wirklich für Sachen, die nur da reinpassen, zur Verfügung zu haben. Ne? Aber ich habe jetzt gerade eben, was Frau nicht weiß, Fraus Küchenwaage geklaut. Und damit würde ich jetzt kurz auch mal versuchen, die meisten Gegenstände, also Küchenwaage ist so bis 2 Kilo belastbar, ich habe hier nichts, was mehr als 2 Kilo wiegt, als Einzelgegenstand, würde ich auch mal versuchen, wiegen zu wollen. Hoppla, Milliliter? Nee, Gramm. Und tatsächlich hat der Rucksack, wenn man den hier so draufstellt, der hat 1,47. Also 1470 Gramm leer. Aber der ist nämlich gar nicht leer, der hat die Regenhülle schon drin. Das heißt, ich muss nicht noch eine extra Regenhülle mitschleifen. Die hat auch noch mal locker so 150, fast 200 Gramm, sowas um den Dreh. Das müsste man beim Rucksack also noch mal abziehen. Ich glaube, der hat irgendwie 1200 und ein paar zerquetschte Gramm laut Hersteller. Jetzt ist meiner natürlich auch nicht mehr ganz sauber. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn man gebrauchte Ausrüstung nachwiegt, ist die nicht mehr sauber. Und tatsächlich ist Dreck Thema. Andererseits Verschleiß. Wenn Material abgerieben worden ist, kann das auch 2-3 Gramm ausmachen. Aber ganz so pingelig müssen wir es beim besten Willen nicht sein. Ja, Polsterung ist, geht so. Und ich habe den selten bis... ja, über 15 Kilo befüllt. 15 Kilo ist so die Wohlfühlgrenze, das lässt sich noch gut tragen. Viel mehr sollte es zumindest langfristig nicht sein. Mal einen Tag kriege ich bestimmt hin. Aber ja, wenn es am zweiten Tag dann unter 15 Kilo fallen würde, wäre ganz schön. Gerade Proviant ist dann natürlich das Thema, wie man den verteilen. Aber Frau trägt ja natürlich auch noch was. So ist das ja nicht. Ja, kurz zum Rucksack an sich vielleicht noch, oder ist er doch noch, nee, das ist nur Müll. Der hat im Grunde einmal an Special Features 2 Deckelfächer, ein sehr schmales Deckelfach, wo man im Grunde ja, prinzipiell Dokumenten oder sowas reinkriegen könnte. Das würde ich aber nicht tun, weil das ist nicht unbedingt der Teil, der besonders trocken bleibt des Rucksacks. Im Gegenteil, also würde ich das eher so anlassen wollen. Dann hat er ein relativ geräumiges, großes Deckelfach, das sich auch großflächig, wie ihr gerade sehen könnt, öffnen lässt. Da passt schon noch einiges rein, das werde ich auch viel nutzen. Und die Idee ist tatsächlich, dass ich Kleinkram größtenteils so ins Deckelfach packe und nicht, wie mir das normalerweise eigen ist, mir ein extra Säckchen für Kleinkram und so weiter und so fort in den Rucksack schmeiße. Möglicherweise mache ich hier trotzdem ein Säckchen rein, damit das Zeug dann auch wasserdicht ist, also ein wasserdichtes Säckchen. Aber ja, das Deckelfach ist essentieller Bestandteil, diesmal wenn Platz tatsächlich ein Mangelfaktor ist. In Grönland war zum Beispiel Platzmangel überhaupt kein Problem, da hat eher das Gewicht eine Rolle gespielt, aber Platz im Rucksack hatte ich reichlich. Da hätte ich also deutlich einen nochmal mehr 10 Liter locker kleiner nehmen können, ohne irgendwelche Probleme. Ja, dann hat er ansonsten ein großes durchgehendes Hauptfach, dazu muss ich nicht viel sagen. Ist halt ein großes Hauptfach und er hat hier diesen Frontnetzbereich, wo man noch ein paar kleine Sachen reinpacken kann. Allerdings Wunder darf man davon auch nicht erwarten, weil wenn der Rucksack voll bepackt ist, dieses Netz ist schon ein bisschen dehnfähig, aber ja, da passt jetzt schon auch nicht mehr die Welt in all ihren Bestandteilen sozusagen rein. Unten, das sieht aus wie ein Schlafsackfach, ist aber tatsächlich nicht unterteilt. Das ist einfach nochmal eine untere Öffnung, die das Verstauen von bestimmten Sachen ein bisschen leichter macht. Und ja, das war es aber auch im Grunde. Ja. Ansonsten macht das da unten eigentlich nicht mehr viel. Und ich kann da noch Sachen dran spannen, beziehungsweise außen dran vor dieses Bodenfach, diese Bodenöffnung dran schnallen. Und das werde ich auch tun. Denn da muss ja noch irgendwie jetzt ein Zelt transportiert werden. Wenn man nur mit kleinen Rucksäcken unterwegs ist, dann ist bei einem Zelt schnell die Kapazitätsgrenze erreicht, wenn das noch mit in den Rucksack rein soll und man eben dann doch für ein paar Tage Proviant mitnimmt. Im konkreten Fall für etwa 6. Wir sind uns noch unschlüssig, ob wir für den 7. nicht auch noch sicherheitshalber was mitnehmen. Aber ja, so in etwa wäre der Plan, was die Proviantplanung angeht. So, und bei mir, auch wenn es Leute gibt, die das anders machen,
kommt unten erstmal ein Schlafsack rein. So, und der ist riesig und dann ist der Rucksack voll. Nein, natürlich nicht. Das ist ja nur der Aufbewahrungssack. Und tatsächlich habe ich mir, vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch, ich bin ja inzwischen relativ begeistert von Quilts, also sprich halb Schlafsack, halb Decke Objekte. Und ich habe mir, nachdem ich von dem leichten, weich, lockeren, dünnen für den Sommer, den ich für den Sommer auch regelmäßig verwende, ziemlich begeistert bin, habe ich mir jetzt auch noch eine dicke Version gegönnt. Die dicke Version, ja, ist halt dick, ne? Hat durchaus einen Großteil des Eigengewichts, was hier drin ist. Man kann das hier so ein bisschen erahnen. Das ist jetzt so der Fußbereich, wenn ich den ein bisschen zusammendrücke, ist der immer noch so dick. Also das ist das Bauschvolumen im Fußbereich. Das ist also schon ein ordentlich isolierender Schlafsack, der kein Sack ist. Ich muss dieses Etikett hier mal noch abmachen. Und also da ist schon ordentlich Füllung drin. Der hat Daune. Der hat definitiv Daune. Ökologisch einwandfrei, beziehungsweise ethisch-moralisch einwandfreie Daune. Vielleicht nicht die aller beste der Welt, aber absolut einwandfrei. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Und ist hoffentlich kuschelig warm. Das Dumme ist nur, ich habe den noch gar nicht so lange. Das führt dazu, dass ich gar nicht so hundertprozentig weiß, wie kuschelig warm der eigentlich ist. Laut Herstellerangabe bis minus 6 Komfortlimit, bis 0 Komfort. Beim anderen Quilt, also genau das gleiche Ding, nur in weniger Füllung und ein bisschen andere Bauweise, weil hier haben wir nicht durchgesteppte Nähte. Ja, also die Nähte sind hier, das sind so Kammern. Der Schlafsack hat Kammern, damit die Füllung nicht von den Nähten selber zusammengedrückt ist. Das heißt, hier hast du nicht einfach den Schlafsack in die Nähmaschine eingespannt und dann drrrt einmal durchgemacht. Das ist bei meinem dünnen Quilt nämlich genau der Fall. Da sind die Nähte einmal durchgenäht und du hast quasi zwischen zwei Nähten einfach das, was in der Mitte an Daunen drin klebt. Und an den Nähten selber ist der Schlafsack jeweils genauso dick wie die Naht hoch. Also gar nicht, auf gut Deutsch. Ja. Und hier sind dann wirklich extra Kammern eingebaut, die dafür sorgen, dass die Füllung eben nicht von den Nähten zusammengedrückt wird und auf diesem Wege keine Kältebrücken entstehen. Aber ich muss das Ding dringend verpacken, weil wenn ich das weiter auf den Knien habe, dann vergehe ich hier. Also so warm ist er dann doch. Ja, und erfahrungswert ist halt eben, dass die Komfort-Limit-Temperatur, die erreiche ich bei einem Quilt wahrscheinlich nicht ganz. Die ist schon ein bisschen sehr optimistisch. Deswegen gehe ich mal von so minus 2, minus 3, minus 4, je nachdem, was man noch von Klamotten anhat, aus, die ich da gut mit aushalte. Und das reicht für Jotunheim im Sommer tatsächlich aus. Das kann mal in sehr seltenen Ausnahmefällen passieren, dass es ein größeres Frostereignis auch im Sommer gibt. Das wird aber mit fortschreitendem Klimawandel immer unwahrscheinlicher. Und da ist einmal zu was gut, ausnahmsweise. Das ist der dazugehörige Packsack, der ist ziemlich knapp bemessen, muss man sagen. Aber funktioniert. Und dann könnt ihr mal sehen, was das Ding für ein winziges Packmaß hat. Und ich verpacke mal. Das können wir dann vielleicht sogar einen Zeitraffer machen. Wir haben zwar Zeit hier und trotzdem, ja, man muss es ja auch nicht maßlos übertreiben. Jo, und das ging jetzt noch ein bisschen länger als gedacht, weil ich hier natürlich Mist gebaut habe und das hier ein wenig nicht so verzurrt, wie sich das eigentlich gehört. Und das führt dazu, dass ich das wahrscheinlich jetzt einmal kurz losmachen muss, weil das habe ich jetzt wirklich völlig verheddert. Ich muss da noch ein bisschen üben mit dem Ding. Der ist schon wirklich knapp bemessen. Das lässt sich dann noch weiter komprimieren, aber es ist recht mühsam, das da reinzustopfen. Also auch das bringe ich mal kurz eben in Ordnung. Machen wir das nochmal zeitraffermäßig, damit das nicht ewig dauert. Okay, so jetzt noch komprimieren und ein wenig zumindest.
Und im Grunde, ich will den auch gar nicht allzu sehr komprimieren. Man kriegt ihn jetzt noch kürzer, die Wurst. Was man aber nicht mehr kriegt, ist die Wurst noch dünner. Also das ist schon auch sehr dünn ausgelegt, weil tatsächlich sollte das in dieser Form auch das Format bzw. die Breite vieler Schlafsäcke haben. Und dann hat man hier eine sehr, sehr kompakte Wurst zum unten reinmachen. Und das ist schon ein sensationelles Packmaß für ein unter Null Schlafsystem. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich gut. Also richtig, richtig toll. Und ja, den würde ich jetzt tatsächlich auch unten, beziehungsweise einmal wiegen, spaßeshalber. Ne? Ich habe selbst vergessen, was er wiegt. Er wiegt jedenfalls wenig. Ja, 650 ungefähr. 660. Ja, das ist schon sehr, 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 sehr leicht. Ja, grob kann man sagen, Schlafsäcke unter dem Kilo, die bis unter den Gefrierpunkt reichen, das gibt es quasi gar nicht. Ja, oder zumindest, wenn überhaupt, dann wirklich gerade so unter dem Kilo, so 900 Gramm, sowas um den Dreh. Also beim Western Mountaineering, der ja theoretisch auch so für minus 3 ungefähr brauchbar ist, der ist also erfahrungsgemäß minus 2 kälter. Muss nicht, kälter geht. Ehrlich gesagt, ja, für mich persönlich mit meinem Wohlfühl, mit meinem Wohlbefinden und so weiter und so fort. Und der hat halt eben 900 Gramm mit 920 mit Packsack. Ja, also schon unter ein Kilo, was ziemlich sensationell ist für so einen doch ziemlich warmen Schlafsack und auch ein kleines Packmaß. Aber das Ding hier ist schon nochmal krass. Hätte ich jetzt viel Geld ausgeben müssen für diese 300 Gramm, die ich da gespart habe, das vielleicht nicht unbedingt, aber dafür kann Frau jetzt eben den Western Mountaineering noch verwenden, was dann unsere Gesamtgrammersparnis doch außerordentlich erhöht, weil die war noch mit dem alten Daunenschlafsack von Carinthia unterwegs, nicht Defense-Reihe, sondern tatsächlich ein ziviler Schlafsack. Ja, sowas haben die auch mal hergestellt. Und der wiegt, glaube ich, 1,6 Kilo oder sowas. Das heißt, da habe ich jetzt 300 Gramm gespart und sie nochmal ja so circa 600, sagen wir 650 Gramm. Und das ist dann ein ganzes Kilo. Und das ist dann schon schön. Im Übrigen muss man ja natürlich noch dazu sagen, da mein Rucksack hier jetzt nur, sagen wir mal, 1,5, 1,4 Kilo wiegt, der Trekking-Rucksack, den ich letztes Mal dabei hatte, also der Fjällräven Panzerrucksack sozusagen. Wie heißt er denn? Kjaika. Ich kann diesen Namen nach wie vor nicht aussprechen. Der wiegt halt eben alleine, der Rucksack selbst, 3 und ein bisschen Kilo. Ja, und wenn man ihn etwas optimiert, dann nur noch 3. Ich habe ihn ja ein wenig Gewicht optimiert. Hier an dem Rucksack muss ich nichts mehr Gewicht optimieren. Der ist leicht genug. So, das ist da drin. Ja, das direkt hier unten liegt da. Ich könnte ihn noch ein bisschen weiter runterstopfen. Das werde ich dann aber mit den folgenden Gegenständen versuchen, dass der wirklich richtig schön unten in die Ecke gepresst ist. So, nächste Frage, worauf pennen wir denn, beziehungsweise weitere Schlafzubehör wäre dann wieder wie immer meine Standard-Isomatte. Bin noch am Überlegen, ob ich den Packsack mitnehmen möchte. Ich habe in den letzten Jahren häufig den Packsack dabei gehabt, wenn es nicht auf jedes Gramm ankam. Ehrlich gesagt, brauchen tut man den aber nicht. Der Packsack ist halt dahingehend praktisch, weil man dann die drei Isomattengegenstände beieinander hat. Das wäre die Isomatte selbst, die jetzt mal so in den Rucksack kommt. Klopp. Kann ich ja immer noch den Packsack mitnehmen, wenn ich dann der dazu gehörige Pumpsack. Ja, das ist einfach, Pumpsack kennt ihr das System, das habt ihr schon mal garantiert in irgendeinem meiner Videos gesehen. Den kann ich auch noch als Klamottenbeutel verwenden. Ja, das mache ich, glaube ich, sogar. Das mache ich. Und dann gehört da noch mein Kissen dazu. Das würde ich dann auch irgendwo separat verstauen, wo es nicht ganz so im Weg rumliegt, in Anführungszeichen. Dann kann ich mir diesen Packsack von doch immerhin, ich glaube sogar 40 Gramm oder sowas, sparen.
Das ist gut. Ja. Kissen ist auch so ein Thema. Man kann natürlich auch seine Jacke als Kissen verwenden. Dann braucht man kein richtiges Kissen, aber ich schlafe schon wirklich viel besser mit einem richtigen Kissen. Das hat auch um die 80 Gramm mit Packsäckchen. Das ist nicht nichts. Jetzt könnte man meinen, Kissen wiegt ja gar nichts. Das summiert sich schnell. Ja, das darf man auf keinen Fall vergessen. 70 Gramm, das ist ja überhaupt nichts. Aber ne, die Menge einfach von Kleinigkeiten. Hier noch eine Kleinigkeit, da noch eine Kleinigkeit. Irgendwann hat man ein ganzes Kilo Kleinigkeiten. Ein Kilo ist dann ein Unterschied. Das ist wirklich ein Unterschied. Auch ne, egal, ob man jetzt super schlank ist oder selber ein paar Kilo mitbringt. Die Kilos, die man auf dem Rücken trägt, tragen sich einfach ganz, ganz anders als die Kilos, die man auf den Rippen oder unterhalb derselbigen so mit sich herum schleift. Das ist wirklich ein Unterschied. So, das packen wir also erstmal zur Seite und dann ist die Isomatte soweit verstaut. Schlafsack, Isomatte drin. Isomatte kann man vielleicht noch über ein Gummiband nachdenken, damit die sich nicht von alleine aufrollt. Und da habe ich jetzt relativ viel Platz für Klamotten, die ich aber eben wasserdicht verpacken möchte. Oder alternativ, ich stecke jetzt an diese Stelle, weil da, wo ich jetzt gerade bin, höhentechnisch im Schlafsack, komme ich ja übers Bodenfach noch hin. Ich könnte also sagen, da mache ich jetzt meine Regenklamotten hin und das tue ich heute spaßeshalber auch mal. Ich werde dann entlang der, auf der Tour nach und nach ausspinieren, ob es noch bessere Aufbewahrungsorte für gibt. In vielen Fällen werde ich sie sowieso anhaben. In hoffentlich nicht allzu vielen Fällen. Und ja, spaßeshalber kurz meine alte Jacke, meine alte Regenjacke. Das ist eine Mountain Equipment und heißt auch irgendwie, das kriege ich aber nicht mehr zusammen, die gibt es so garantiert auch schon nicht mehr zu kaufen. Wichtig bei dem Teil ist vor allen Dingen, sie ist halt super robust. Man kann auch einen sehr schweren Rucksack auf ihr tragen, ohne dass sie selbst kaputt gerieben wird von den Tragegurten, vom schweren Rucksack und dem vielen Gewicht, was dann auf ihr reibt. Das macht dem Ding nichts aus. Das habe ich damals gekauft, weil ich damals davon ausgegangen bin, dass ich eine so robuste Regenjacke dann auch benötige. Heute weiß ich nicht mehr, ob ich mal noch eine Tour machen werde, an der die unbedingt notwendig ist. Was aber auch noch ganz schön ist, ist natürlich, wenn man an der Felswand entlang latscht und an der Felswand entlang schrappt ein Stück weit, dann bietet die Jacke halt da auch die Möglichkeit, dass sie davon nicht kaputt geht. Ja, und das ist schon auch was wert. Wiegt ca. 400 Gramm, kleines bisschen mehr. Das ist für eine Regenjacke dieser Kategorie ziemlich leicht. Also da gilt sie als Leichtgewicht für diese Kategorie. Aber selbstverständlich gäbe es viel leichtere Regenjacken. Das ist auch so ein Projekt, mal über eine leichtere Regenjacke nachdenken für die Zukunft, wo ich nochmal 200 Gramm einsparen kann. So, dann die Regenhose, die ist schon sehr, sehr leicht. Da gibt es auf dem Markt ehrlich gesagt nicht viel Leichteres, wenn es dann wirklich eine Regenhose sein soll. Das ist die Packlight Pant von Berghaus mit Gore-Tex Packlight Membran. Ja. Das war, wahrscheinlich heißt sie wegen der Membran auch eben selber. Packlight Pant ist immer noch dicht. Ja. Also wirklich ganz tolles Teil, sehr empfehlenswert. Ist erstaunlich robust, wenn man bedenkt, dass sie ja doch eher relativ leicht ist. Ich hatte schon oft Angst, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Das ist die zweite, die ich besitze. Eine habe ich mal kaputt gemacht, weil ich schlicht zu dick geworden bin und dann ist sie mir am Arsch eingerissen, um es mal deutlich zu sagen. Ja, wiegt, das können wir nachwiegen, das weiß ich nicht auswendig. Klonk, ja. 250 mit Dreck, wohlgemerkt, circa 250. Ah, das ist für eine Regenhose schon wirklich ziemlich leicht. Ohne Dreck wäre sie etwas leichter. Gut. Zack. Jetzt entstehen die ersten seitlichen Hohlräumchen im Rucksack. Da will ich aber auch nicht zu viel Zeug reinstopfen, weil im unteren Bereich, wenn ich jetzt die Ecken hier in dem Bereich alles vollstopfe und alles ausstopfe bis zum geht nicht mehr, dann habe ich Schwierigkeiten, hier meine Wasserflaschen reinzubekommen. Drum muss man das auch nicht maßlos übertreiben. Wir sehen ja später sowieso noch, ist Platz das große Problem oder ist eher Gewicht das große Problem? Das will ich ja selber gerne jetzt dann mal langsam noch wissen.
Ja, das waren die Regensachen. Was habe ich denn jetzt überhaupt noch? Ich habe mein komplettes Schlafequipment, mein persönliches Zelt, kommt gleich außen dran. Dann habe ich meine Regensachen und dann habe ich natürlich jetzt noch meine Klamotten. Dann braucht man noch was zum Kochen und dann braucht man noch ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel für die mobile Energieversorgung und alles andere, was dann an Platz noch übrig ist, steht tatsächlich für Essen zur Verfügung. Auch alles andere, was an Gewicht, so viel man maximal noch tragen kann, zur Verfügung steht. Alles Futter. Ja? Jetzt ist das schöne Norwegen, insbesondere Jotunheimen, ist eine derart nasse Gegend. Da gibt es überall Bächlein. Das heißt, man muss nie viel Getränk mit sich rumschleppen. Stellen, an denen man überhaupt nichts zu trinken kriegt, gibt es tatsächlich auf der letzten Etappe ein bisschen. Ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen, da müssen wir dann notfalls wirklich ein bisschen haushalten. Aber auch da gibt es vereinzelte Seen, wo man dann mit dem Wasserfilter gegebenenfalls bei vereinzelten kleinen Seen auch nun mal sicher gehen kann. Darum noch Essens als zusätzliches Wasserreservoir. Wer weiß, wofür es gut ist, wenn man dann nochmal extra 0,6 Liter hat, die man mal irgendwo noch mitnehmen kann zum regulären Wasserbedarf, den wir sonst so mit uns herumtragen, was pro Person 3 Liter sein werden, wie immer. Man muss die Flaschen ja nicht ganz voll machen, wenn man weiß, so viel braucht man jetzt gar nicht mitschleppen. Aber Wasserfilter ist auf jeden Fall nicht ganz verkehrt, zumal der tatsächlich sehr, sehr wenig wiegt. Das ist der Katadyn B-Free. Zudem hatte ich auch mal ein eigenes Video gemacht. Wir hatten auch schon überlegt, nehmen wir vielleicht lieber Klotabletten mit. Die wiegen quasi gar nichts. Aber geklortes Wasser schmeckt scheiße. Und zweitens, geklortes Wasser hilft nicht gegen Cyanobakterien. Und bei den ganzen Gefahren, die sich im Wasser in Skandinavien, insbesondere im Gebirge, in Jotunheimen, heimen oder heim, weil niemand weiß so genau, wie man das ausspricht, jedenfalls niemand, den ich kenne, ergeben, ist tatsächlich Cyanobakterien die realistischste Gefahr, die im Wasser drin sein kann. Und dagegen hilft nur ein Filter. Mit Chlor bombst du die Cyanobakterien zwar kaputt, aber dann sind die immer noch giftig, beziehungsweise die giftigen Inhalte der Zellen dieser Cyanobakterien sind dann im Wasser und dann kann man sich immer noch vergiften, wenn man es dann trinkt. Drum, da ich vor allen Dingen vor denen Respekt habe, habe ich entschlossen, unter Absprache mit Frau, dass wir diesmal einen Wasserfilter mitnehmen. Und zwar, den brauchst du aber in 99% der Gewässer, die es da so gibt, nicht. Wiegt der 59 Gramm. Ja. Ist es wert. Das ist, glaube ich, eine Investition, über die man definitiv nachdenken kann. So, ich komme zu den Klamotten. Klamotten habe ich mir jetzt doch überlegt, bevor ich da nochmal einen extra Sack für die Klamotten mitnehme, wo ich doch den Schnotzelsack zum Aufpumpen der Isomatte sowieso dabei habe. Ja. Das ist so ein bisschen so ein Problem, weil meine Frau hat auch eine, die man mit dem Ding aufpumpt. Da kann man sich dann kloppen, macht Sinn, davon zwei mitzunehmen. Aber er ist auch ein guter Packsack für Klamotten. Und er ist relativ leicht und außerdem ist er wasserdicht. Und ich nehme den jetzt einfach mal mit, dann haben wir halt zwei Schnotzelsäcke dabei. Sollte einer reißen, ist das auch nicht so ganz verkehrt. Nicht, dass das nennenswert wahrscheinlich ist, dass das passiert, aber ja. So. Jedenfalls, da sollen jetzt die Klamotten rein, damit die eben dann wasserdicht und schön komprimiert verpackbar sind. Und zwar, was kommt denn da mit? Ich habe noch keine Unterhosen, da muss ich mir noch überlegen, was ich da am dümmsten mitnehme. Ich bin da gerade noch in der Findungsphase, in der Optimierungsphase eher. Daher, das Thema ist, glaube ich, sowieso nicht so dramatisch wichtig. Da hat ja jeder bekanntermaßen seine eigenen Vorlieben. Gehe ich jedenfalls davon aus, dass das so ist. Ehrlich gesagt, spreche ich selten über Unterhosen mit anderen Männern. Aber was ich anhaben werde, standardmäßig, natürlich meine Trekkinghose, ein paar Socken, Schuhe, logisch, mindestens ein T-Shirt, wahrscheinlich so gut wie immer auch ein Langarm-Shirt noch oben drüber. So warm wird es da selten, dass man dann nur im T-Shirt rumrennt. Wenn es so warm wird, dann rennt man trotzdem nicht nur im T-Shirt rum, weil dann kommen die Mücken. Daher mindestens mal ein Ersatz-T-Shirt kommt in gelbes Sack. Was wiegt das? Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant. Für mich selber auch einfach. Ja. Haben wir ja gesagt, wir machen ja ein ganz entspanntes Video. Da kommt es ja nicht drauf an, ob das jetzt so 5 Sekunden länger ist oder 50 Minuten oder. Tatsächlich doch immerhin 129 Gramm. Das ist so das leichteste Mögliche, wirklich ein ganz dünnes Synthetik-T-Shirt, Polyester oder woraus auch immer das besteht. Das ist eines der leichtesten, die ich finden konnte. Das ist nicht unbedingt von Vorteil, das leichteste zu nehmen, dann ist auch nicht besonders warm. Aber trotzdem immer noch weit über 100 Gramm.
tatsächlich. Ja? Also Klamotten, die spielen schon eine Rolle in der Gewichtskalkulation. Das darf man schon nicht ganz vergessen. So, dann haben wir Socke. Zweimal Ersatzsocken. Ich habe bei den Socken deutlich reduziert, was Volumen und Gewicht angeht. Die sind, also ich habe früher wirklich viel, viel, viel größere, auch schwerere Socken dabei. Ein so ein Paar wiegt 46 Gramm, also zweimal 46 Gramm macht einen knappen Hunderter. Drittes Paar Socken ist am Fuß. Das ist so ein Kompromiss. Ich habe nach wie vor drei Paar Socken. Die Socken sind aber leichter. Großartig Blasen laufen tue ich mir damit trotzdem nicht. Habe ich ausprobiert. Das sind so Mittelpreissegment-Socken aus dem Decathlon tatsächlich. Auch da habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Müssen es dann immer gleich die Ultrasocken sein? Das kommt davon drauf an, wie blasenempfindlich man ist, fußtechnisch. Und jetzt kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass wir bei dieser Tour nicht planen, große Strecken zurückzulegen. Und wenn doch, dann höchstens mal einmal. Und dann kann man am nächsten Tag den Fuß wieder ein wenig schonen. Und selbst wenn wir längere Strecken machen, dann macht man zwischendrin halt mal wieder Pause und entlastet den Fuß. Und ich habe das Gefühl, das würde auch mit diesen Socken gehen. Also wenn man bedenkt, wie viele Jahre ich schon mit halb kaputten Socken rumrenne, weil ich mich nicht traue, sie wegzuwerfen, weil sie haben mir so gut gedient die ganze Zeit, ist das, glaube ich, eine gute Lösung. Und spart vor allen Dingen wirklich, wirklich, wirklich Volumen, weil die sind richtig schön klein, verglichen mit dem, was ich sonst so dabei habe. Gut, dann haben wir hier noch einen, na, das ist nur das, was in den Rucksack kommt. Ja? Den Rest, den ich euch jetzt nicht zeige, den werde ich dann anhaben. Also wie gesagt, ein Langarm-Shirt, nochmal ein zweites T-Shirt, Wanderhose, ein paar Socken, Schuhe, Hut natürlich sowieso, aber den habe ich jetzt auch auf. Ja, hier habe ich noch ein leichtes Langarm-Shirt, ebenfalls sehr leichtes Material, auch wieder Kunstfaser. Natürlich kann man auch Merino-Wolle nehmen, wer da unbedingt auf Merino-Wolle steht. Aber ich mache Merino-Wolle zu schnell kaputt, auch wenn es eine Mischung ist mit Anteil Merino-Wolle. Ich mache das zu schnell kaputt. Ich habe noch einen Bulli, der Merino-Wollenanteil hat. Den ziehe ich standardmäßig an, darum habe ich den jetzt auch nicht zum Vorzeigen. Aber das ist der eine, der hält. Alle anderen Merino-Sachen habe ich wirklich rucki-zucki kaputt gemacht und darum gehe ich wirklich auf die stinknormale Polyester-Geschichte. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Für mich persönlich funktioniert das. Man kann natürlich auch mit richtiger Wolle arbeiten, also normale Wolle, härtere Wolle, stabilere Wolle. Ja, Merino-Wolle ist ja auch echte Wolle, so ist das ja nicht. Aber halt eben feinfasrig und nicht kratzig. So, und der hier, der ist eben auch nicht besonders warm, aber hey, immerhin hat er lange Ärmel. Das ist dann für die Mücken interessant, das ist für die UV-Strahlung interessant, dass man sich nicht wegen jedem Mist gleich einschmieren muss, wenn die Sonne rauskommt, weil die UV-Strahlung in Skandinavien ist an sich wahnsinnig intensiv. Und ja, das muss man dann auch im Hinterkopf behalten, dass man, wenn die Sonne rauskommt, sich auch entsprechend einschmiert. Das habe ich jetzt auch noch nicht in der Packliste drin, was wir da noch an Mückenschutz, an Sonnenschutz und so weiter mitnehmen. Das ist so wenig wie möglich, aber das Nötigste halt schon. Das heißt, Mückenschutz muss auf jeden Fall dabei sein und zwar auch genug. Da spart man an der falschen Stelle, wenn man da spart, und gleiches gilt für Sonnenschutz. Und auch sonst ein kleines bisschen was zum Feuchtigkeitscreme technisch zum Einschmieren, ganz ehrlich, das habe ich auch nötig. Also auch für uns Männer ist das durchaus manchmal eine ziemlich angenehme Angelegenheit. Je nach individuellem Bedürfnis natürlich. Gut, dann das hier ist eine lange Hose, lange Unterhose in Anführungszeichen. Die ist tatsächlich aus Merino-Anteil. Das ist aber wurscht, weil die kann ich nicht kaputt machen, weil die ist zum Schlafen. Das ist also im Grunde meine Schlafanzughose. Und wenn ich, wir sind später noch in der Zivilisation unterwegs, meine Trekkinghose waschen möchte, dann ziehe ich die an und die Regenhose drüber und sehe halbwegs normal aus und kann warten, bis meine Trekkinghose getrocknet ist, ohne gleich vor allen Leuten in der Unterhose rumspringen zu müssen oder mich auf dem Hotelzimmer zu verkriechen oder im Zelt zu verkriechen oder sonst wo zu verkriechen. Ja? Drum, das ist also multifunktional, ganz praktisch, einfach, dass man noch eine zweite Hosenoption hat, auch wenn die vielleicht ein bisschen komisch dann aussieht, aber es gibt eine zweite Hosenoption. Und nächtens wirklich, wirklich von Vorteil. Man schwitzt auch seinen Schlafsack weniger voll, wenn man überall im Körper zumindest ein kleines bisschen Textil hat, was eine gewisse Menge vom Schweiß aufnehmen kann. Ja. Und jetzt kommt der Knackpunkt, weil der Knackpunkt besteht darin, dass ich drüber nachdenke, und das werde ich wahrscheinlich auch tatsächlich so tun, dass das hier meine warme Jacke ist.
Ja, dass ich also mit im Grunde, wenn es wirklich, wirklich kalt werden sollte, dann muss ich halt all meine Klamotten anziehen, inklusive meiner Ersatzklamotten, damit ich nicht friere. Dann habe ich insgesamt einen Haufen Schichten, aber kaum ein wirklich dickes Kleidungsstück, weil das hier ist dann schon die dickste Wärmejacke, die ich dabei habe. Dafür hat die eine Kapuze. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Die ist so ein bisschen winddicht. Kann euch das Ding auch noch mal ein klein wenig besser vorzeigen. Schaut so aus. Sie ist auch aus dem Decathlon. Ich habe mit Decathlon-Klamotten halt einfach gute Erfahrungen gemacht. Ich sehe nicht ein, für Kleidung riesige, super horrende Preise zu zahlen. Außer für Kleidung, bei denen es drauf ankommt. Eine Regenjacke muss dicht sein. Ja, da würde ich mir dann schon nach wie vor eine teure kaufen, damit die dann auch wirklich, wirklich dicht ist. Das heißt nicht unbedingt, dass teures Material immer toll ist. Das wissen wir alle. Aber die Chancen stehen besser. Und mit, wie gesagt, noch einem Kapüzlein. Und insgesamt macht die für ihr Gewicht wirklich einen sehr kuscheligen Eindruck. Ich hoffe, das geht gut. Aber das Schöne ist, wenn gutes Wetter ist, ja, und abends wird es kalt und ich habe ja einen Quilt statt einem Schlafsack, dann ist das einfach eine Decke, die kann man sich auch um die Schultern schmeißen und dann ist einem auch warm. Also ich versuche mir damit deutlich mehr zu experimentieren, mehr multifunktionalen Nutzen aus meinem Quilt zu ziehen und den nicht nur 100% zum Schlafen zu verwenden, sondern eben auch morgens, wenn man gemütlich da hockt, wenn man frühstückt oder sonst wie, sich einfach damit noch ein kleines bisschen zuzudecken beim Sitzen, dass man einfach nicht so ganz auf warme Klamotten angewiesen ist und die Klamotten nur dafür da sind, wenn man sich bewegt und soweit man sich nicht mehr bewegt, man dann auch auf den Quilt zurückgreifen kann. Vorausgesetzt, gutes Wetter. Und okay, bei schlechtem Wetter möchte ich auch im Zelt sitzen, dann geht's wieder und nicht unbedingt draußen im Regen. Ja. Aber ja, wir werden sehen, wie gut das funktioniert. Es ist mit einem gewissen Risiko verbunden, aber eine Tour ist auch immer eine schöne Gelegenheit, neue Ideen, neue Konzepte auszuprobieren. Im schlimmsten Fall war es nichts und man hat ein kleines bisschen gelitten. Aber nochmal, das ist nicht die völlige Wildnis. Man kann auf eine Hütte ausweichen, sollte mal ein ganz mieser Tag sein. Sollte man mal durchgeweicht sein, kann man auf eine Hütte ausweichen. Gerade dann lohnt es sich übrigens nicht, bevor man durchweicht, sondern nachdem man durchweicht. Hütten haben nämlich einen Trocknungsraum in Skandinavien. Das heißt, da steht so ein kleiner Gasofen und heizt einen einzelnen Raum massiv auf. Und wenn du da deine Klamotten reinhängst, dann sind die am nächsten Morgen auch wirklich wieder so richtig schön trocken. Und dann kann man sie wieder nass machen. Je nachdem, ob das Wetter dann besser geworden ist oder halt eben nicht. Ne? Aber das Ding ist schon vom Packmaß her und auch vom Gewicht. Ich würde es mal versuchen, auf die Waage zu legen, in der Hoffnung, dass das einigermaßen funktioniert. Wirklich überzeugend. Ja, es liegt jetzt natürlich nicht ganz auf der Waage. Ja, so geschätzte 350, 370 Gramm, sowas um den Dreh. Das ist für eine warme Jacke wirklich ganz ordentlich. Und auch das Packmaß ist halt erheblich kleiner als bei meinem Klassiker blaue Jacke. Falls ihr euch an Grönland erinnert, da bin ich ja fast nur mit blaue Jacke zu sehen. Blaue Jacke mit rotem Reißverschluss. Und die ist doch nochmal einen Ticken schwerer. Und die ist vor allen Dingen viel voluminöser im Gepäck. Da lässt sich viel weniger klein verpacken. Aber sie ist auch einen Ticken wärmer. Das muss man auch zugeben. Also, wie gesagt, es ist ein Experiment. Es ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber hey, was spricht dagegen, im schlimmsten Fall wirklich all meine Klamotten anzuziehen, die ich so dabei habe? Ja, und das war es tatsächlich im Textilsektor, ne, von Regenklamotten mal abgesehen. So, und jetzt haben wir hier die wunderbare Möglichkeit, dass wir hier einen Rollverschluss dran haben, der gerade falsch rum ist. So, jetzt. Ja, und den macht man dann entsprechend Roll. Und wir haben unten ein Ventil und können dann die Luft auch rausdrücken. Das ist auch eine prima Möglichkeit, den Schlafsack potenziell. Da ist noch mit viel Luft, jetzt nicht mehr mit viel Luft, jetzt nur noch mit wenig Luft. Roll. Und dieses Schnotzelchen hier, was hier so an unvorteilhafter Position sich hochhebt. Scheiße, ich habe es falsch rum eingewickelt. Ja, jetzt ist das Ventil hier innen. Scheiße. Ja, okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Kurzer Schnitt und dann richtig rum. So, diesmal ist richtig rum. Ich drücke hier noch die letzte Luft raus.
Man muss beim Rollprozess aufpassen, dass man die Textilien nicht mit einrollt, sondern schon immer nur den Sack zusammenrollt. Und ja, das wäre von Vorteil. Also irgendwann kann es einem dann passieren, dass die Textilien mit zusammengerollt werden. An dem Punkt höre ich dann persönlich auf zu rollen, dann ist auch gut. Das heißt ja nicht, nur wenn man den jetzt so zumacht, dass man den jetzt nicht noch weiter zusammenknödeln könnte. Ja, den kannst du ja trotzdem im Rucksack noch zusammendrücken. Und jetzt kann man nochmal die letzte Luft rausdrücken. Irgendwo kommt dann trotzdem immer noch Luft rein. Also das Vakuum, das Fast-Vakuum, das man hier zustande kriegt, das hält nicht dauerhaft. Aber es ist zum Einpacken erstmal sehr hilfreich und gibt dann so ein relativ kompaktes Textilbündel. Ne? Also auch im Grunde nicht sehr viel. Aber wie gesagt, die werde ich auch alle anziehen müssen. Wenn sie stinken, dann stinken sie halt. Wenn gutes Wetter ist, dann kann man mal was waschen. Wenn kein gutes Wetter sein sollte, dann muss da halt irgendwie stinken. Es ist halt der Haken. Wenn man guckt, dass man mit möglichst wenig Gewicht unterwegs ist, ultraleicht wird das immer noch nicht. Ne? Das wird aber leicht. Leicht wandern wäre das Ziel. Ja, das kommt mit gewissen Nachteilen. Wird das geliefert, sozusagen. So, und jetzt habe ich schon viele meiner größeren Gegenstände tatsächlich verpackt und habe immer noch jede Menge Platz, der da jetzt notwendig wird für das da. Und jetzt kommt der große Knackpunkt. Passt das Zelt innen rein? Theoretisch so schon mal nicht. Ne? Dann guckt es viel zu weit oben raus. Würde ich es von vorne rein, aber unten einplanen, es in den Rucksack zu packen, würde ich das Zelt schon noch reinkriegen. Dann hätte ich aber nicht mehr viel Platz für Proviant. Ich würde das Zelt sogar auch so rum reinkriegen, wenn man es nochmal ein bisschen anders verpackt. Ja, das Zelt einfach anders zusammenrollen, schmaler zusammenrollen, dann passt auch so rum in den Rucksack rein. Da kann man drüber nachdenken. Das hätte bei schlechtem Wetter halt den Vorteil, dass ein Zelt nicht außen dran hängt. Aber jetzt machen wir spaßeshalber mal außen dran. Und wenn wir dann immer noch viel zu viel Platz haben, ich nerv euch jetzt übrigens nicht mit der detaillierten Proviantplanung, ne? Aber dann könnte man es immer noch innen reinmachen. Flop. Aber das passt jetzt wunderbar hier außen dran. Ja, und jetzt haben wir hier diese Strippen. Die machen wir möglichst lang, damit das auch gut geht. Und machen die Obla, Vorführeffekt, ne, hier fest. Und auf der hinteren Seite haben wir nochmal genau die gleiche Strippe, logischerweise. Und machen die auch da fest. Und gucken, dass das schön in der Mitte sich befindet. Jo. Und dann können wir das festziehen und da auch festziehen und noch mehr festziehen. Zack. Und dann ist das Zelt wunderbar außen am Rucksack befestigt. Und dadurch, dass das Zelt an sich sehr, sehr leicht ist, stört mich das an der Stelle auch nicht besonders. Es lässt sich da also meiner Meinung nach ganz gut tragen und sorgt sogar dafür, dass der Rucksack, wenn man ihn mal hinstellt, nicht so leicht umkippt. Ja. So. Ist übrigens immer noch prima leicht, ja? Also wirklich wunderbar zu handhaben, wenn man hier mit dem Rucksack so ein bisschen umgeht, so ein bisschen hantiert, das ist super. Und ich habe noch ungefähr die Hälfte, noch ein bisschen mehr als die Hälfte vom Stauraum, ne? bis hier ist er voll. Das da oben steht noch alles zur Verfügung. Ihr könnt also jetzt jede Menge Proviant noch reinschmeißen, nur ist Proviant schwer und dann scheitert es irgendwann am Gewicht, weil wie gesagt, viel mehr als 15 Kilo möchte ich mit dem Ding ungern transportieren. Ja, das bedeutet, wir schmeißen jetzt den anderen Kleinkram noch rein. Das werde ich dann irgendwie noch anders justieren, aber ich will euch einfach nochmal alles gezeigt haben, was ich dabei habe. So, das heißt, Kissen kann da in die Ecke. Wasserfilter kann ebenfalls in die Ecke, beziehungsweise noch besser, kann ins Deckelfach. Wollten wir ja mitnutzen, ne, das Deckelfach. Und zack. Jetzt brauchen wir noch tatsächlich Kochutensilien. Das ist natürlich jetzt nochmal ein größerer Punkt. Da wird wieder mitkommen unser ETA-Pot. Und zumindest für mich mein guter Löffel. Frau hat dann ihren eigenen Löffel. Der ETA-Pot, wir erinnern uns,
ist deswegen so praktisch, weil er weniger Brennstoff braucht als andere Töpfe, hat eine hervorragende Wärmeweiterleitungseigenschaft. Er ist dafür allerdings vergleichsweise schwer. Ein Titanpot wäre erheblich leichter, bestehend aus diesem Deckel, der nicht mehr ganz so gut aussieht. Das macht doch auch nichts, funktionieren tut er trotzdem noch. Gaskartusche habe ich jetzt spaßeshalber auch schon mal drin, um ein bisschen besser planen zu können. Wir brauchen zwei, ich eine, Frau eine, dann sollten wir gut hinkommen. Und dann ist hier noch diese rote Schüssel dabei, die ist auch praktisch, weil dann haben wir zwei Essgefäße. Jemand futtert aus dem Topf, jemand hat eine rote Schüssel, passt soweit, langt. Ja? Und das ist im Grunde jetzt erstmal der Inhalt vom Pott. Weiteres Kochzubehör muss man natürlich auch noch mitnehmen. Das macht dann Frau. Es geht ja um meine Packliste. Ja, und da ist dann Zeit für den heutigen Werbepartner dieses Videos, nämlich meine Frau. Nein, folgendes. Frau hat tatsächlich hier noch ein bisschen unseren Proviant zusammengestellt und unserem Proviant auch erklärt, wie das Ganze zusammenkommt. Also wir schleppen nicht die Gläser mit, wir schleppen da rechts die Tütchen mit. Und diesmal wollen wir wirklich komplett auf Track and Eat, Farmers Outdoor und keine Ahnung, was weiß ich, was da noch alles für Tütenessen gibt von namhaften Herstellern, haben wir diesmal komplett drauf verzichtet. Wir haben ein ganz kleines bisschen Fertiggericht aus dem Supermarkt noch dabei, aber das allermeiste haben wir uns diesmal wirklich selber zusammengestellt und selber zusammengemixt, beziehungsweise hat Frau gemacht. Und ja, das ist erstens mal gewichtstechnisch durchaus mitunter ein großer Vorteil. Vielleicht geht es hier und da ein Ticken leichter und wir haben zum Beispiel auch weitestgehend auf extra Öl und extra Fett und solche Sachen als Beigabe verzichtet. Das kann man noch machen, wenn man noch mal ein paar mehr Kalorien pro Gewicht rausholen möchte. Ja, werden wir sehen. Ist für uns so in diesem Ausmaß auch neu, aber nachdem wir in Grönland irgendwo im Nirgendwo ja plötzlich solche Mahlzeiten gefunden hatten, die lagen da in einer Hütte rum, weil irgendeine andere Gruppe wohl abgebrochen hat und dann eben Proviant da gelassen, weil war zu schwer gewesen zum Schleppen. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist, aber wir haben den Proviant dankend mitgenommen und da gab es eben auch solche vorgefertigten Gerichte und wir wussten schon vorher, dass das geht. Das ist ja nichts Neues. Wir haben da auch mal ein Video zu gemacht, das ist auch schon eine Weile her, wie man das macht. Aber, also auf meinem Kanal wohlgemerkt. Aber eben da wurde jetzt noch ein bisschen mehr dran rumexperimentiert, eben mit diesem inspirierenden Moment in Grön. Land und das Resultat, das jetzt inzwischen wirklich ziemlich gut durchdacht ist, das könnt ihr dann halt eben im verlinkten Video sehen. Den Link findet ihr einmal in der Videobeschreibung und ja, vor allen Dingen da, denke ich. Ja, also kann ich persönlich nur empfehlen, ist natürlich kein Zwang und nur eine Option, wer sich für das Thema Trekkingfutter abseits der Ausrüstung auch noch interessieren möchte. So, genug des Werbeblocks. Und ja, dazu halt eben, wie gesagt, dann noch der Beutel. Der Beutel ist wichtig, damit das Ganze nicht auseinanderfliegt. Also hier würde ich den Beutel schon immer mitnehmen, auch damit der Topf nicht dreckig wird. Auch falls man im Topf mal noch was verstauen möchte, was man noch aufessen will, kann man damit mit dem Beutel dafür sorgen, dass der Topf einigermaßen zubleibt. Je nachdem, was man, also eine Suppe würde ich nicht mitnehmen wollen. Irgendein paar Nudeln oder sowas kann man dann schon bis zur nächsten Mittagspause mal mittragen. Also sollte sich das ergeben, dass das notwendig wird, dann haben wir mit dem Topf hier auf jeden Fall die Option. So, meinen Löffel nehmen wir wieder ins Deckelfach. Diesmal hier ins obere Deckelfach. Für ganz kleine Dinge ist das ganz gut geeignet, die ruhig nass werden dürfen, wie ein Löffel. Gaskocher. Ja, das ist der Soto Windmaster diesmal. Da wir Gas garantiert kriegen werden in Norwegen, haben wir uns eben für einen Gaskocher entschieden. Der ist ein bisschen größer als diese kleinen Mini-Gaskocher, die man so kennt. Der wiegt knappe 100 Gramm mit Säckchen und hat dafür aber eine tolle Leistung. Super in der Anwendung, macht die Gaskartusche schön leer. Ich bin bisher sehr begeistert und der ist auch ziemlich leise. Also auch ein angenehmer Nebeneffekt. Wäre jetzt nicht unbedingt notwendig für meinen Geschmack, aber ein sehr angenehmer Nebeneffekt. Und das Säcklein wiegt eben nochmal ein paar Gramm. Aber dann ist der Kocher gut geschützt und dann kann dem nichts passieren. Der Kocher kann nichts kaputt machen. Ganz praktische Angelegenheit und da würde ich wirklich sagen, für den Schutz der Ausrüstung, die ein bisschen empfindlicher ist, aber lange halten soll, ist so ein Säcklein dann durchaus eine valide Option. Okay, des Nächsten haben wir eine kleine Powerbank.
Die ist vor allen Dingen dafür da, um meine Akkus wieder aufzuladen. Hier mal Beispiel, zwei GoPro, ein GoPro-Akku. Die wiegen jeweils auch sowas um die 50, 60 Gramm tatsächlich, sind ganz schön schwer für ihre Größe. Und davon überlege ich, ob ich 4 oder 3 mitnehme. Vielleicht wirklich nur 3, weil es geht ja nur um den Tagesbedarf. Man kann die dann ja über Nacht wieder aufladen aus der Powerbank. Sollte die dann langsam sich ihrem Ende zuneigen, dann braucht man natürlich das gute alte bewährte Solarpanel. Und das Solarpanel ist halt insbesondere ziemlich riesig. Dafür hat es aber auch theoretische 15 Watt, bringt es nicht wirklich, aber selbst wenn es 7,5 Watt bringt, also die Hälfte von dem, was draufsteht, dann ist das schon ziemlich sensationell. Weil 7,5 Watt pro Stunde, damit kriegst du sehr, sehr schnell diverse Geräte wieder aufgeladen, die, also zum Beispiel. So, und jetzt habe ich nochmal nachgelesen. Also üblicherweise hat, auch wenn es nicht draufsteht, so eine 10.000 mAh Powerbank, ne? Das ist die häufigste Angabe, die irgendwelche Powerbank-Hersteller machen, hat standardmäßig so irgendwas 38,5 Wattstunden. So, das ist jetzt dahingehend spannend, weil potenziell passen da also 38,5 Wattstunden rein. Man muss sie also eben, wenn man was hat, was mit 38,5 Watt pro Stunde lädt, logischerweise eine Stunde aufladen, dann ist das Ding wieder voll. Das hat man aber nicht, sondern was wir im konkreten Fall haben, ist eben ein Solarpanel, das mit, ja, realistisch betrachtet schon mal 7,5 bei halbwegs guter Besonnung Watt pro Stunde laden kann. Das bedeutet in 2 Stunden 15, in 4 Stunden dementsprechend 30 Watt pro Stunde, und das lädt so eine Powerbank dann relativ schnell an 2 Tagen wieder vollständig auf. Und wenn ich ganz viel filme, dann brauche ich vielleicht die halbe Powerbank und mache es in einem Tag leer. Jetzt muss man natürlich noch jeweils den Verlust mit einbeziehen, den die ganzen Umladevorgänge mit sich bringen. Ja, wenn ich von der Powerbank meine GoPro-Akkus auflade, dann verliere ich natürlich wieder ein bisschen zusätzliche Energie. Das heißt, ich verliere mehr Energie von der Powerbank, als letztendlich in den GoPro-Akkus dran ankommt, wegen Wirkungsgrad. Wirkungsgrad ist ja nie 100%. Und gleiches gilt auch von dem Solarpanel zur Powerbank. Da wird auch nicht die komplette Energie, die das Solarpanel theoretisch aufnimmt bzw. abgeben kann, direkt in die Powerbank übertragen, sondern auch da geht wieder was verloren. Und wenn man diese ganzen Verlustgeschichten dann nochmal mit einrechnet, dann gehe ich davon aus, und das zeigt auch die Praxis ganz gut, dass wir ungefähr 6 Stunden bei einigermaßen Sonnenschein benötigen, um die Powerbank wieder voll zu machen. Und die Powerbank so für irgendwas zwischen 4 und 6, das hängt auch ein bisschen von der Umgebungstemperatur ab, Akkuladung für die GoPro auch wiederum ausreicht. So in etwa. Ja, das langt also normalerweise völlig, um meinen Strombedarf für Touren zu decken. So. Alternativ kann man das auch ganz in Handyladungen irgendwie betrachten, aber da muss man natürlich wissen, wie viel Akkukapazität das jeweilige Handy hat. Ja, steht nicht drauf. Müsste man ausrechnen. Habe ich irgendwann mal gemacht. Aber Tatsache ist, dass man diese Powerbank in ein paar Stunden an dem Ding auch potenziell wieder voll bekommt. Natürlich gehen dann noch Ladungsverluste verloren und so weiter und so fort. Aber wenn wir zeitig ankommen jeden Tag, und das ist der Plan, und dann hinterher alles sofort an die Powerbank hängen und es auch mal Tage gibt mit einigermaßen Licht, dann sollte die Energieversorgung gar kein Problem sein. Sollte es tatsächlich fast nie Licht geben oder immer nur ganz wenig, dann muss ich irgendwann ein bisschen akkusparend unterwegs sein. Und allerschlimmstenfalls gehen wir mal auf eine Hütte, die Strom hat, und können da mal zumindest die Powerbank wieder voll machen. Hütten mit Strom haben die dumme Eigenschaft, dass dann jeder Strom haben möchte. Das heißt, es gibt auch nur begrenzt Strom, aber für eine Powerbank mal wieder voll machen und ein paar Kameraakkus laden, sollte es normalerweise reichen. Ja? Die haben im Übrigen auch Solar, wenn die Hütten Strom haben. Jo, also auch das Ding soll mit. Das machen wir mal fröhlich hinten dran. Und gucken, dass es nicht
kaputt geht und fixieren das Ganze schön. Und jetzt bräuchte ich halt noch Fressalienbeutel für weitere Fixierereien. Das hier möchte ich auch absichtlich nicht ins Deckelfach machen, damit da nichts, das ist gefühlt im Hauptfach besser geschützt. Die Akkus, sowas wie die Akkus, das kommt natürlich dann ins Deckelfach. In einem wasserdichten Säckchen. Die Powerbank mache ich wahrscheinlich ins gleiche wasserdichte Säckchen, was dann ins Deckelfach gehört. Zum Kochzubehör gehört noch dieser Windschutz. Den kann man entweder an die Seite vom Rucksack dran machen. Das ist einfach so ein kleines Blech zum Ausrollen. Das gibt dann so einen runden Windschutz zum um den Kocher stellen. Kann man natürlich auch wieder ins Deckelfach machen. Ja, oder packt es vorne rein. Vorne habe ich auch diese Netztasche. In die Netztasche werde ich üblicherweise Klamotten reinmachen, wenn ich gerade nicht ganz sicher bin, ob ich das noch anziehe oder nicht anziehe oder vorhabe, es demnächst anzuziehen. Oder wenn ich gerade was ausgezogen habe, dann packe ich mir das da vorne rein. Das heißt, ich habe gar nicht vor, die Netztasche nennenswert einzuplanen bei der Gepäckplanung, sondern ja, dann zu benutzen, wenn es sich ergibt. Übrigens, Trekkingstöcke werde ich sowieso verwenden. Um mir ein Stativ für die GoPro zu sparen, habe ich mir jetzt einfach eine Motorradlenkerhalterung an den Trekkingstock montiert. Die seht ihr hier. Und da drauf kann man hier die GoPro draufsetzen, Stock in den Boden rammen und dann sitzt die hier quasi jetzt gegenüber vom richtigen Stativ, nimmt mich auf und schwankt schlimmstenfalls ein ganz kleines bisschen im Wind. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, dass ich das Ding dann noch stabilisiere, in einen Stein anlehne und nur halb in den Boden ramme, was auch immer. Und als Deppenzepter kann man es natürlich auch verwenden. Ja, dann wäre man jetzt hier so, und wenn man das am ausgestreckten Arm verwendet, hat man einen riesigen Kamerawinkel, insbesondere wenn man eine weite Einstellung für die Kamera wählt, was für die Panoramen, die wir zweifelsfrei haben werden, durchaus eine gute Idee ist. So, ja, im Grunde ist es das mehr oder weniger. Was ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen möchte, ist eben mein Sitzkissen. Und GoPro selber mache ich jetzt auch noch nicht in den Rucksack rein. Wir dürfen davon ausgehen, dass bei dem, was ich jetzt dabei habe, vielleicht noch ein Kilo Zeugs dazukommt. Wasser ja eben gar nicht mal so viel. Und selbstverständlich noch der Proviant. Proviant haben wir ungefähr diesmal etwas luxuriöser mit 450 bis 500 Gramm pro Tag und Person gerechnet. Also auf gut Deutsch pro Tag quasi ein Kilo. Da wir aber nur für 5 Tage oder 6 Tage was mitschleppen müssen, sind das nur 5 oder 6 Kilo. Durch 2 macht 3 pro Nase. 2,5 bis 3 pro Nase. Und das ist eigentlich dann schon wirklich sehr, 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 sehr tragbar. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jo, ich gehe jetzt mal auf der Personenwaage wiegen. Das ist jetzt für Küchenwaage natürlich zu viel. Was der jetzt hat in der Konfiguration mit mehr oder weniger dem allermeisten drin. Wie gesagt, nochmal, ich rechne ungefähr noch ein Kilo drauf, weil es sind auch nur 500 Gramm, was da noch oben drauf kommt. Für Sonnencreme, für Erste-Hilfe-Material selbstverständlich, aber das, da reicht auch was Leichtes. Ja, gucken wir mal. Wie gesagt, das gehe ich jetzt mal schnell wiegen und dann. So, das war's. Der hat jetzt 7,5 Kilo. Das wäre jetzt definitiv noch Leichtwandern. Leichtwandern ist je nach US-Definition unter 9 Kilo. Nach deutscher Definition, weil die halt in Pfund rechnen und 10 Pfund sagen. Und 10 Pfund sind bekanntermaßen 9 Kilo, weil ne, ein Pfund hat 450 Gramm. Ja, nee, Quatsch, nicht 10 Pfund, 20 Pfund. Ein Pfund hat 450 Gramm ungefähr. Ja, 10 Pfund. 10 Pfund ist ultraleicht, unter 10 Pfund. Und unter 20 Pfund, nach Ami-Definition, ist dann Leitwandern. Leitwandern reicht mir vollkommen. Ich wollte wirklich gern versuchen, quasi das Rucksackgewicht ohne Consumables, also sprich ohne Wasser und Futter, auf tatsächlich unter 10 Kilo, deutlich unter 10 Kilo zu drücken. Also viel mehr als 8,5 von mir aus sollte das auch nicht werden. So, und wenn man jetzt noch überlegt, was da noch rein muss, das ist einmal ein E-Book Reader von 130 Gramm, sowas um den Dreh. Das ist einmal ein Telefon, altes, relativ leichtes
Telefon. Das ist also auch nicht so schwer. Was wiegt das? 160, 170, sowas um den Dreh. Ja, und dann ein kleines bisschen Sonnencreme, ein kleines bisschen persönliche Medikamente, Gedönszeugs, ein kleines bisschen Mückenschutzmittel und so weiter. Und das kommt dann auch noch bei mir rein. Aber, jetzt der große Aber. Technisch gesehen trage ich ja nur ein halbes Zelt. Ja, weil Frau kriegt ja die andere Hälfte vom Zelt. Und ob jetzt derjenige, der schon das Zelt schleppt, auch zum Beispiel gleichzeitig noch den Topf schleppen muss, das darf man sich dann auch streiten, wenn ich den Topf nicht mehr habe. Der Topf wiegt mit der Gaskartusche locker 600, 700. Dann ist das auch gleich nochmal eine ganz andere Nummer, wenn die dann bei Frau sind. Also so gesehen, finde ich, ist 8,5 Kilo völlig zu erreichen bei der momentanen Situation. Das wird dann nochmal weniger, wenn man mal eine Jacke noch anzieht. Wenn man ohnehin davon ausgeht, dass ich meistens zum Wandern noch ein zusätzliches Kleidungsstück anhaben werde. Je nachdem, wie das Wetter dann halt aussieht, das muss man dann vor Ort gucken. Und Reparaturmaterial, hat Frau gesagt, ein Reparaturkit müssen wir noch mitnehmen. Das besteht im Wesentlichen aus einem winzig kleinen Leatherman-Zängle und ein paar Flicken. Zwei, drei reicht völlig. Für die Isomatte möglicherweise noch ein ganz kleiner Flicken fürs Zelt, falls da was passieren sollte. Also ein ganz kleiner, schon sowas. Aber nichts allzu Großes, also so ein bisschen was in Richtung Reparatur, Sicherheitsnadeln, alles nichts, was nennenswert was wiegt. Aber ich habe sogar die Powerbank schon drin, ich habe das Solarpanel schon drin. Ich finde, das ist also wirklich definitiv ein gutes Ergebnis. Und Platz habe ich auch noch völlig genug, überhaupt kein Problem. Also auch den Proviant. Man kann sich ja ungefähr vorstellen, wie viel 2-3 Kilo Lebensmittel. Das ist dann schon auch nochmal so ein Paket. Ja, das passt da problemlos noch mit rein. Überhaupt keine Schwierigkeit. Da muss ich mir also, was Platz angeht, gar keine Gedanken machen. Kann auch überlegen, ob ich Zelt ein Innenrein baue. Das dürfte platztechnisch auch noch funktionieren. Also spätestens, wenn wir Proviant ein bisschen verbraucht haben, wäre ein Zelt Innenrein bauen auch möglich. Ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Frage, weil wenn es außen hängt, kann man bequem im Zelt zusammenpacken, im Zelt als allerletztes zusammenbauen, dann außen dranhängen und gut ist. Und auch die Regenhülle passt um den Rucksack noch drum, auch wenn das Zelt dran ist. Habe ich ausprobiert. Ja, also das ist doch sehr erfreulich. Wie gesagt, ich wusste das selber nicht, als ich euch jetzt hier den ganzen Krempel erzählt habe. Und das ist schon wirklich enorme Gewichtsersparnis. Ja. Liegt auch vieles einfach am Zelt selber. Das Zelt selber ist halt auch nochmal ein Kilo leichter als unser altes. Der Rucksack selbst ist 2 Kilo leichter. Dann haben wir noch 300 Gramm beim Schlafsack gespart. Isomatte ist dieselbe. Kochsystem ist ein bisschen leichter geworden, weil der alte Benzinkocher, den wir letztes Mal dabei hatten, der ist super, keine Frage. Das würde ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber der hat halt ein Eigengewicht von 400 Gramm etwa. Dann braucht man noch relativ viel Wartungsmaterial, was man da mitschleppen muss. Dann ist man bei 450 Gramm in etwa. Ein Säckchen sollte man für den auch nochmal haben. Also alles in allem 450 Gramm ist leider realistisch für den Benzinkocher. Die Benzinflasche muss man eigentlich auch noch mitwiegen. Das Benzin selbst nicht. Das ist ja ein Consumable. Das zählt ja bei der sogenannten Base-Weight-Wiegerei. Zählt das ja nicht mit. Kann man sich kloppen, ja. Für mich persönlich ist ja auch immer, bevor ich jetzt weiter abschweife, also Kocher, ungefähr ersparen es nochmal 53 Gramm. Also an solchen Sachen macht es sich dann halt doch bemerkbar. Ja, Energietechnik ist dieselbe wie letztes Mal. Kameratechnik. Natürlich bei der Kameratechnik auch nochmal massiv viel Gewicht gespart, weil eine GoPro mitsamt Windmikrofon und entsprechendem Hülle drumherum, damit man Windmikrofon auch anschließen kann, das kann man standardmäßig bei der stinknormalen GoPro ohne alles, ohne alle Zubehörteile und ohne alle Anschlüsse sozusagen, kann man das erstmal nicht. Aber die wiegt im Vergleich zu meiner Kamera, meiner richtigen Kamera, die ich letztes Mal mitgeschleift habe, wiegt die gar nichts. GoPro selber, ich glaube mit Akku irgendwie 200 Gramm, sowas um den Dreh, mit der Extrahülle drumherum und dann mit dem Mikrofon, also sagen wir mal insgesamt 300 Gramm meinetwegen für die GoPro. Akkus hatte ich letztes Mal auch dabei, da hat sich nicht viel dran geändert, die sind auch ungefähr gleich schwer, ja, aber kein Stativ, nur diese Stativ-Schraubgedönse, das wiegt 100 Gramm, nicht ganz, 70, 80, sowas um den Dreh. Da hat man schon ordentlich was eingespart. Heieieiei.
Ja, und ich hatte es ja schon auch mal irgendwo anders angeteased. Wir machen eine ganz gemütliche Tour. Wir queren quasi einmal von West nach Ost, nee, von Ost nach West, so rum das Gebiet. So riesig ist das nicht. Es sind nicht besonders viele Kilometer. Wir machen das ganz gemütlich und wenn man dann abends noch einen kleinen Abendspaziergang machen möchte oder einen Nachmittagsspaziergang, je nachdem, wann man ankommt, oder morgens mal super spät losläuft oder erst mittags losläuft oder sowas in die Richtung sowas machen möchte, überhaupt kein Problem. Ja, wir haben da also wirklich keinerlei Stress und das ist auch mal sehr, sehr, sehr angenehm. Also es ist einfach eine Wohlfühl, gemütlich wandern und ein bisschen Zeit in der schönen norwegischen Natur verbringen. Tour, vielleicht auch mal Glück haben mit einem Vögelchen, vielleicht mal Glück haben mit einem Tier. Muss ich gar nicht alles unbedingt filmen. Apropos, was werde ich überhaupt filmen? Ja, ich mache da einfach so einen Vlog draus, wenn ich mal was Längeres, einen längeren Monolog irgendwo halte, weil es irgendwo was Spannendes zu erzählen gibt, dann. Es soll ja auch irgendwo Urlaub sein, das ist auch Frau ganz wichtig, dass ich mal einen Urlaub habe, wo ich nicht so viel an die Kamera denken muss. Und so habe ich es mir auch wirklich vorgestellt. Ich habe sie dabei, klar, ich nehme sie auch gerne mit und ich möchte auch gerne hier und da mal was filmen. Aber wenn es mal einen Tag gibt, an dem ich keinen Bock habe, dann gibt es mal einen Tag, an dem ich keinen Bock habe, dann habe ich da halt nichts gefilmt. Ist mir dann auch wurscht. Ne? Wahrscheinlich nicht, aber ich versuche, dass es mir wurscht ist. Ja, also, dann seid ihr jetzt so grob auf dem Laufenden. Wie gesagt, Proviantplanung, das macht dann Frau noch als ein YouTube-Video auf ihrem Kanal. Vielleicht erzähle ich da auch noch mal irgendwie noch ein paar Takte dazu. Aber ansonsten seht ihr es auch in Norwegen, was wir so gegessen haben. Das werde ich dann auch größtenteils, denke ich, noch ein wenig dokumentieren. Gut, ja. So viel dazu. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie ein bisschen ein gemütliches Feierabendfilmchen zum entspannten Reinpfeifen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.